Hi Leute und willkommen zu einem neuen, längst überfälligen Video zu Smash Bros. Ultimate. Und heute will ich mir mit euch einen Leak ansehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, den sogenannten Banner Leak oder Grinch Leak, je nachdem. Dieser Leak sieht nämlich extrem glaubwürdig und vielversprechend aus, aber gleichzeitig gibt es auch sehr viele Fakten oder Indizien zumindest, die gegen diesen Leak sprechen. Ich will mir das heute mal mit euch durchschauen, damit ihr euch selber eure Meinung bilden könnt. Okay, erstmal, falls ihr den Leak nicht kennt. Der Leak basiert auf einem angeblichen Bild, das mehr oder weniger versehentlich, vermutlich, in einer französischen Druckerei erstellt wurde, das sich auf Werbebanner und auf ähnliche Print-Werbungsgeschichten spezialisiert hat. Und da sehen wir im Hintergrund einen Smash Bros. Banner, der die volle Charakterauswahl zeigen soll. Das Ganze ist, wie es sich für einen anständigen Leak gehört, natürlich sehr verschwommen und unklar. Aber trotzdem lassen sich einige Figuren sehr deutlich erkennen. Dazu gehören Shadow, Banjo-Kazooie, Isaac, Ken, Mach Rider oder Match Rider, Geno und die Chorus Kids. Erstmal vorweg habe ich mich gefragt, sind diese Charaktere glaubwürdig? Und wenn überhaupt, würde ich sagen, sie sind fast schon zu glaubwürdig. Denn es handelt sich hier wirklich um die am meisten erwarteten und wahrscheinlichsten und auch die größten Fan-Favorite-Charakter, die da draußen so unterwegs sind. Gerade mit Isaac und Geno, die wahrscheinlich schon immer gefordert wurden seit dem ersten Smash. Shadow ist sehr wahrscheinlich, weil es ein sehr einfacher Klon ist, der von vielen erwartet wird. Und er ist auch nicht mehr als Helfer-Trophäe im neuen Smash Bros. Ultimate, so viel wir bis jetzt wissen. Auch die Gerüchte zu Banjo-Kazooie halten sich hartnäckig. Und ein sehr glaubwürdiger Leak zu Ken wurde ja schon veröffentlicht. Was natürlich zum einen für diesen Leak hier spricht, diesen Banner-Leak, zum anderen aber eben auch gerade dagegen. Denn das ist fast schon zu offensichtlich. Und natürlich haben wir noch Match Rider als dieser eine Oldschool-Charakter, mit dem niemand rechnet, was wir schon mit Duck Hunt Duo im Vorgänger und so weiter erfahren haben und den Ice Climbers und, das passiert ja gerne. Naja, so viel dazu. Und der Legende nach, die mit diesen Bildern einhergeht, hat dieses Bild nun ein Mitarbeiter dieser Firma, die eben diese Drucks macht, die auch in der Vergangenheit schon mit Bandai Namco zusammengearbeitet haben, privat hochgeladen. Und von da ist es dann an die Öffentlichkeit gekommen. Aber eigentlich, und daher der Name Grinch League, ging es um die Grinch-Cutouts, die auf den Bildern zu sehen sind, und nicht um das Smash Bros. Banner im Hintergrund. Was doch irgendwie ein bisschen witzig ist, dass der Grinch die Vorfreude auf Smash Bros. Verdirbt. Oder auf die nächsten Directs zumindest, weil alle Charaktere geleakt sind. Aber gerade weil der Leak kontrovers ist, ist die Vorfreude oder die Spannung auf die nächste Direct noch größer geworden. Denn bestätigen die nächsten Charaktere, die vorgestellt wurden, diesen Leak oder etwa nicht? Nun, kommen wir zu den Fakten über den Leak, denn hier wird's wirklich spannend. Ein echter Krimi, der sich hier auf Reddit entfaltet hat. Ich habe da einige Posts verfolgt und mir durchgelesen. Und letztendlich hat Marina PLV, die Firma, aus der dieser angebliche Leak stammen soll, ein Statement zu diesem Leak gepostet, in dem sie sich gegen die Anschuldigungen wehren, dass dieser Leak wirklich aus Marina PLV stammt. Sie sagen, das hat nichts mit uns zu tun, das ist nur rufschädigend, da will uns jemand quasi unseren guten Ruf schlecht machen. Wir haben in der Vergangenheit mit Namco zusammengearbeitet, machen das aber momentan nicht bei Smash Bros. Ultimate. Momentan kontaktieren sie sämtliche Seiten, damit diese Fake-Bilder aus dem Internet genommen werden, und sie schrecken auch nicht vor juristischen Blablabla. Man kennt das Ganze. Also die sagen so, nein, wir haben damit nichts zu tun, das ist kein Fake, wir arbeiten nicht mal an Smash Bros. Ultimate. Jetzt kann man sagen, das macht das Ganze vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, weil wenn es einfach nur irgend so ein Fake wäre, würde es niemanden interessieren. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass dieser Fake vielleicht einfach über Nacht so groß geworden ist und so viel Aufwind bekommen hat, dass die Firma, die damit in Verbindung gebracht wird, vielleicht eben zu Unrecht, wirklich Angst hat vor einer Rufschädigung. Das ist durchaus möglich, und deswegen sahen sie sich genötigt, dieses Statement rauszugeben. Halte ich hier beides für möglich? Könnte eine Reaktion sein auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben einen Fehler gemacht, schnell alles leugnen? Könnte aber auch eine Reaktion sein von wegen, was, wir haben damit überhaupt nichts zu tun, was soll der Scheiß?
beides möglich. Der Mitarbeiter, der angebliche, der dieses Bild hochgeladen hat, arbeitet erst seit November 2016 schon nicht mehr bei dieser Firma. Zugleich wurde dieser kontaktiert und weiß von nichts. Also er wusste nicht von diesem Fake und er wusste nicht, dass das über seinen Namen passiert. Kann natürlich auch hier sein, dass der Ex-Mitarbeiter von Marina PLV lügt. Kann aber natürlich auch sein, dass er wirklich die Wahrheit sagt und jemand anderes unter seinem Namen diese Fakes verbreitet. Auf LinkedIn gibt es laut Reddit-User RockerLS und Reddit-User Flazo allerdings zwei verschiedene Profile, die auf den Namen des Mitarbeiters passen. Eines arbeitete für die Marina PLV und das stimmt mit dem Datum überein, dass der im November 16 aufgehört hat. Das andere Profil, das aber genau den gleichen Werdegang widerspiegelt, also wahrscheinlich dieselbe Person ist höchstwahrscheinlich, arbeitet für ATP PLV, eine andere französische Werbefirma, die sich auch auf so Paper-Cutout-Geschichten spezialisiert hat. Die Leaks könnten also auch aus dieser anderen Firma stammen und das wurde nur irgendwie verwechselt. Das könnte durchaus möglich sein. In diesen Bildern will Reddit-User Konyo beweisen, dass die Firma ACP PLV, also die zweite Firma, die möglicherweise involviert ist, dieselbe Technik, dasselbe Programm und denselben Ausdruck benutzt, wie in den Fakes benutzt wurde oder in den Leaks, je nachdem. Reddit-User Royal Staircase hat dem allerdings hinzuzufügen, dass dieses Programm namens AutoCAD oder so ähnlich ein industrieweiter Standard ist und sehr häufig benutzt wird. Das sei also kein ausreichender Beweis dafür. Des Weiteren will der Twitter-Account Nintendo Actu rausgefunden haben, dass die Person, die für die Leaks verantwortlich ist, einige Arbeiten für Bandai Namco durchgeführt hat. Und dass sie jetzt aber bei einer anderen Firma arbeitet als der vorherigen, was gut zu den anderen Gerüchten passt, die wir vorher schon besprochen haben. Und es ist nicht auszuschließen, dass diese Person eventuell gute Kontakte zu Bandai Namco hat und den Auftrag für zum Beispiel das neue Smash Bros. Mitgenommen hat zur neuen Firma. Naja, wer weiß. Der Reddit-User AceLead hat dagegen wieder Indizien gefunden, die wieder für einen Fake sprechen würden, denn er hat einige Unstimmigkeiten zwischen dem Original-Battlefield-Hintergrund und dem der in dem Leak benutzt würde gefunden. Obwohl der Leak sehr verschwommen ist, kann man, wie man hier sieht, einige Stellen finden, die nicht ganz mit dem Original Battlefield, das von Nintendo bisher immer benutzt wurde, übereinstimmen. Könnte natürlich sein, dass einige Details einfach nur verschwunden sind durch die Verschwommenheit. Könnte sein, dass Nintendo vielleicht den Hintergrund auch offiziell verändert hat und wir wissen das einfach nur noch nicht. Aber es könnte eben auch sein, dass durch das Entfernen der Charaktere einige Lücken entstanden sind, die nachträglich von dem Faker, wenn es denn ein Fake ist, mit Photoshop nachgebastelt wurden und deswegen nicht übereinstimmen. Und zum Schluss nochmal ein Hinweis, der auch nochmal relativ deutlich gegen den Leak spricht, gegen die Echtheit des Leaks, denn weder auf der Internetseite von Marina PLV noch auf der Internetseite von ACP PLV kann man Hinweise dazu finden, dass die Firmen in irgendeiner Weise an Projekten für Nintendo, Bandai Namco oder auch eines Grinch-Films oder einer Grinch-Franchise in irgendeiner Art und Weise arbeiten. Was ist eure Meinung zu diesem Leak? Zu diesem Fake möglicherweise. Glaubt ihr, die Geschichte ist echt? Glaubt ihr wirklich, dass wir mit diesen Charakteren noch rechnen dürfen? Oder glaubt ihr, das Ganze ist ein wirklich aufwendiger, gut durchdachter und wirklich aufwendig gestalteter Fake? Ich persönlich war anfangs sehr stark von der Echtheit dieses Leaks überzeugt. Nachdem ich mir jetzt die Informationen angeguckt habe, glaube ich nicht mehr daran. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass wir es hier mit einem wirklich, wirklich sehr aufwendigen und wirklich sehr gut gemachten Fake zu tun haben. Ich hoffe, wenn es sich wirklich um ein Fake handelt, dass nach der ganzen Geschichte der Faker ins Rampenlicht tritt und ein bisschen etwas über die Hintergründe dieses Fakes erklärt. Ich fand das zum Beispiel auch damals mit dem Rayman-Fake für Smash Bros. 4 sehr interessant, wie aufwendig das gestaltet wurde und wie echt dieses Video wirkte. Und gleichzeitig muss ich dann natürlich immer an die Geschichte mit Schalk und Little Mac denken. Denn ein Leak, falls ihr die Geschichte nicht kennt, ganz kurz noch.
der den kompletten Smash Bros. 4 Kader im Vorfeld schon verraten hat, wurde als Fake abgetan, weil das Bild von Schalk im Charakterauswahlbildschirm ja offensichtlich nur eine gefotoshoppte Version von Little Mac ist. Das ist natürlich sehr lustig, wenn, als sich im Nachhinein herausstellte, dass es sich hier um das tatsächliche Bild handelt. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es wirklich Indizien, die dafür sprechen, Indizien, die dagegen sprechen. Ich bin inzwischen nicht mehr überzeugt, ich zweifle stark daran. Ich muss sagen, ich hoffe fast, dass dieser Leak echt ist. Ich persönlich kann zwar mit den meisten Charakteren, die da geleakt wurden, nichts anfangen, aber ich persönlich glaube auch, dass wir nicht mehr mit 7 neuen Charakteren rechnen dürfen. Wenn es wirklich noch so viele sein sollten, die kommen, absolut großartig, ich rechne eher mit 2, 3. Sowas in der Art. Aber hey, hoffentlich habe ich Unrecht. Also sowohl mit der Anzahl der Kämpfer als auch vielleicht mit dem Leak. Was ist eure Meinung? Glaubt ihr, er stimmt? Und hättet ihr gern, dass er stimmt oder nicht? Das würde mich echt interessieren. Unbedingt in die Kommentare schreiben. Und ich gehe jetzt weg und mache irgendwas ganz was anderes. Ich hoffe, ihr auch. Hä? Aber vorher noch liken oder so. Macht's gut, bis dann. Ciao.